Und du brauchst das gute Gefühl bei 50. Bei 50. Das ist der Point of No Return. Nein, stimmt nicht. Der Point of No Return ist schon längstens gewesen. Vielleicht mit 40, aber das Bewusstsein vom Point of No Return. Und das zieht dich mental in den Keller ab. Weil am Morgen sieht es auch ganz anders aus. Also ich kann am Morgen... Gut, ich habe auch noch einen tiefen Blutdruck und so, aber... Ich habe am Morgen... Am Morgen geht es mir gar nicht gut. Da habe ich so ein Loch, also... Wissen Sie, da passiert es mir manchmal. Da stehe ich Mutterseelen allein. Vödliblut im Badzimmer. Nur ich und der Spiegel. Jesus Gott, da bleibt mir manchmal die Zeit stehen. Und dann fräset mir so der innere Film vor dem inneren Auge durch. Boah. Weißt du, in dieser Zehnfachvergrösserung von dem Mikrospiegel, das ist wie wenn du Google Earth-Blick hast. Das ist wie Street View. Das ist wie wenn einer von Navy CSI deine Haut unter dem Massenspektrometer legt. Oh, das ist wie wenn dein Hautarzt eine Magnetresonanzspektroskopie von deiner Zellstruktur macht. Oh, das ist dann kein Erholungsreise. Das ist ein Horrortrip. Boah, das ist Wildlife. Das ist wie eine Body-Safari. Dein Adlerblick fliegt über Bergen und Täler, über Schluchten, Furchen, Kraterlandschaften, abgewirtschaftete Zonen, Pfui, Teibel und plötzlich kommt das Hühnerhut über. Wie du siehst, nur noch Krähenfüße, Hühneraugen und Storchenbein. Du heiter erfahren, du nein. Du. Ich sage Ihnen, wenn ich in den Spiegel schaue und vom grauen Star rede, dann meine ich im Fall nicht den George Clooney. Du. Nein. Gott, nein, und dann kommt wieder so ein Golfstrom vorbei, gell? Auch ich bin ein Opfer von dieser Klimaerwärmung. Die Gletscherschmelze reißt mir gerade wieder die ganze Schminke vom Grind um. Aber riesende Bachbilder, tiefe Grand Canyons, durch mein subkutanes Krisengebiet in der Hanglage. Yes, es geht noch weiter und das ganze Ausmaß von dieser Erdplattenverschiebung wird sich jedes Detail gesehen. Noch weiter und voll Teufel, yes, es geht in Lappland unten. Im Flussdelta. Ui, Erosionsschäden, die du dann anschaust. Das kommt von dieser Abholzung. Ja, du. Früher noch tropische Regenwälder, heute nur noch ausgerechnete Stoppelfelder, gell? Ja, yeah, wir sagen, aber es ist halt modern, der totale Kahlschlag, gell? Dann über den Äquator, aber hier und über die viel zu fache, fiese Poebene. Gerade unten dran, was aussieht wie kaputter Ackerbau, ist nichts anderes als meine Zellerie.